Gullivers Reisen. Es war einmal ein Arzt namens Gulliver. Es kam eine Zeit, als es für ihn keine Arbeit in der Stadt gab. Also fand Gulliver einen Job auf einem Schiff. Und so begann sein neues Leben als Seemann. Die ersten Tage gefielen ihm ziemlich gut. Er gewöhnte sich schnell an sein neues Leben auf dem Schiff. Aber eines Tages zog ein mächtiger Sturm auf. Und nachdem das Schiff einige Stunden mit den riesigen Wellen gekämpft hatte, kippte es schließlich zur Seite und kenterte. Gulliver und ein paar Männer von der Besatzung schafften es, sich in ein Ruderboot zu retten. Und sie mussten zusehen, wie ihr Schiff von den Wellen verschluckt wurde. Aber ihr kleines Ruderboot konnte dem Sturm nicht lange standhalten. Und nach kurzer Zeit schwappte eine Riesenwelle in das Boot und stürzte auch dieses um. Stundenlang kämpfte Gulliver mit den Wellen. Er hielt sich an einem Stück Treibholz fest, um sich über Wasser zu halten. Schließlich brachte die Strömung ihn an einen Strand. Er war völlig erschöpft. Er hatte keine Ahnung, wo er war. Außerdem war er so geschwächt, dass er auf der Stelle ohnmächtig wurde. Als er aufwachte, bemerkte er, dass er von Kopf bis Fuß gefesselt war. Um ihn herum sah er winzig kleine Menschen, die gerade mal so groß waren wie seine Handfläche. Voller Staunen starrte Gulliver diese kleinen Leute an. Und mit derselben Verblüffung starrten die kleinen Leute zurück. In diesem Moment spürte Gulliver ein Kribbeln am ganzen Körper. Er hob seinen Kopf an, um zu sehen, wo das Kribbeln wohl herkam. Und da sah er, dass sein ganzer Körper von winzigen Pfeilen bedeckt war. Die kleinen Leute hatten solche Angst vor ihm, dass sie ihn mit Pfeil und Bogen beschossen. Hört auf bitte, ich tue euch doch nichts. Habt keine Angst. Für ein paar Tage ließen sie Gulliver dort gefesselt am Strand liegen. Sie brachten ihm zu essen und Wasser. Doch nachdem einige Tage vergangen waren, banden sie ihn auf einen Wagen, der von Hunderten von winzigen Pferden gezogen wurde, und sie brachten ihn in ihr Dorf. Dieses Dorf hieß Lilliput. Die Bürger ließen Gulliver in dem größten Haus des Dorfes wohnen, aber er musste trotzdem krabbeln, um dort hereinzugehen. Als sie sich sicher waren, dass Gulliver ihnen nichts Böses wollte, beschlossen sie, ihn ihrem König vorzustellen. Gulliver näherte sich Lilliputs König. Der König erlaubte ihm zu bleiben. Aber unter der Bedingung, dass er so gut wie er nur konnte im Dorf arbeiten und helfen würde. Gulliver unterschrieb einen Vertrag, der bestimmte, was er in Lilliput tun und nicht tun durfte. Zum Beispiel, wenn er jemanden mit den Händen aufheben wollte, musste er vorher um Erlaubnis bitten. Und unter diesen Umständen lebte Gulliver von nun an in Lilliput. Er half bei der Renovierung der Gebäude und transportierte Wasser zu den Bewohnern. Nachdem einige Tage vergangen waren, hörte er plötzlich von einem großen Problem unter den kleinen Leuten. Die Armee des Nachbarlandes wollte Lilliput besetzen. Und um das zu tun, bereiteten sie sich angeblich auf den Krieg vor. Gulliver ging zum König herüber und schlug vor, ihnen zu helfen. Ich könnte Ihnen vielleicht behilflich sein, Eure Hoheit. Der König war glücklich. Er dankte Gulliver und nahm sein Angebot an. Zur gleichen Zeit hatten die feindlichen Schiffe ihre Vorbereitungen abgeschlossen. Sie warteten auf ihre Befehle, um fortzufahren. Diese Nachricht besorgte die ganze Stadt. Für Gulliver aber war all dies ganz einfach. Er bat darum, dass man ihm so viel Draht brachte, wie man finden konnte. Gulliver knotete all diesen Draht zusammen und knüpfte ein langes, starkes Drahtseil daraus.
Als es Mitternacht war, nahm er das Drahtseil und lief auf die andere Seite des Ufers. Ohne von dem Feind gesehen zu werden, gelang es ihm, den Hafen auf der anderen Seite zu erreichen. Er band alle Schiffe aneinander und mit den wenigen Soldaten, die an Bord waren, zog er sie an Lilliputs Ufer. Die Bürger von Lilliput warteten am Hafen auf ihn und waren sehr erleichtert. Sie konnten nun die feindlichen Soldaten festnehmen und hatten jetzt keinen Grund mehr, vor dem Feind Angst zu haben. Der König dankte Gulliver und belohnte ihn. Gulliver war sehr glücklich, dass er das Vertrauen des Königs gewonnen hatte. Einige Zeit später brach im Schloss ein Feuer aus. In dem Moment, als er von dem Feuer hörte, nahm Gulliver sofort eines der Schiffe im Hafen, füllte es mit Wasser und goss es auf das Schloss, um das Feuer sofort zu löschen. Gulliver und der König kamen sehr gut miteinander aus. Vor jeder Entscheidung fragte der König immer zuerst Gulliver. Natürlich begann das die anderen Berater des Königs zu ärgern. Sie waren neidisch auf Gulliver. Eure Hoheit, wir haben Gerüchte gehört, dass es Gullivers Plan ist, sie vom Thron zu stürzen und Lilliputs König zu werden. Wirklich? Ja, mein König, wir wissen alle, wie stark er ist. Sollte er uns angreifen, haben wir keine Chance. Wir können nicht mit diesem Risiko leben. Die Bürger haben Angst. Der König war sehr betroffen. Er beschloss, Gulliver zu bestrafen. Er hat uns sehr geholfen, also werde ich ihn nicht hinrichten lassen. Wir werden ihm das Augenlicht nehmen und ihn aus dem Dorf verbannen. Als er von der Entscheidung des Königs hörte, lief einer der Arbeiter im Schloss, der Gulliver sehr mochte, direkt zu Gulliver, um ihm alles zu erzählen. Ich kann mit dem König reden, damit er seine Meinung ändert. Aber die Entscheidung war getroffen und der König hatte nicht die Absicht, seine Meinung zu ändern. Gulliver verstand, dass seine einzige Möglichkeit war, Lilliput zu verlassen. In der Nacht nahm er die feindlichen Schiffe mit sich und machte sich auf den Weg zu der anderen Insel. Er lief und schwamm durch das Wasser und kam schließlich auf der Insel an, auf der die sogenannten Feinde lebten. Als Gulliver ihnen ihre Schiffe zurückbrachte, wussten sie sofort, dass er keine bösen Absichten hatte. Sie schickten Gulliver mit einem Botenjungen los, um den König zu treffen. Der König begrüßte Gulliver freundlich und Gulliver erzählte ihm alles, was passiert war. Der König sagte, dass Gulliver so lange bleiben durfte, wie er wollte. Gulliver war wirklich überrascht über diese freundliche Geste, nachdem er ihre Schiffe gestohlen hatte. Er war eine solche Nachsicht von den Bewohnern von Lilliput nicht gewohnt. Gulliver schlief im Freien, da kein Haus groß genug für ihn war. Die Bürger von Lilliput denken, dass dies ihre Feinde sind, aber dabei sind es alles gute Menschen. Eines Tages lief er umher und fand ein Ruderboot. Dies war eindeutig das Boot, mit dem er und seine Männer sich gerettet hatten, nachdem ihr Schiff gesunken war. Das muss unser Rettungsboot sein, das angeschwemmt wurde. Er lief sofort zum König. Der König gab ihm alle Männer, die er brauchte. Und gemeinsam begannen sie, das Boot zu reparieren. In wenigen Tagen war das Boot bereit für das Wasser. Gulliver war sehr glücklich, weil er endlich das Königreich der kleinen Leute verlassen und nach Hause fahren konnte. Er dankte dem König und seinen Leuten, die ihn verabschiedeten. Aber eine harte Reise wartete auf ihn in diesem kleinen Boot auf dem großen Ozean. Sogar der kleinste Sturm wird mein Boot kentern lassen. Nach ein paar Tagen auf dem Ozean stieß Gulliver endlich auf ein Schiff. Er rief laut um Hilfe. Hey! Hier! Hilfe! Helft mir! Und endlich hörte die Besatzung ihn. Sie kamen mit ihrem Schiff zu seinem Ruderboot und halfen Gulliver an Bord.
Und so war Gulliver sicher. Er wollte unbedingt alles erzählen, was ihm geschehen war. Von den kleinen Leuten, dem Königreich Lilliput und von den Königen der beiden Königreiche. Er fragte sich, wer ihm wohl seine Geschichte glauben würde. Gulliver war sehr glücklich, dass er endlich nach Hause gehen und seine Familie sehen würde. Aber er wusste auch, dass es viele weitere Abenteuer gab, die ihn draußen auf dem großen Ozean erwarteten. An einem sonnigen Nachmittag gingen Alice und ihre Schwester in den Park. Alices Schwester begann ein Buch zu lesen. Da bekam Alice große Langeweile. Als sie überlegte, womit sie sich beschäftigen könnte, hoppelte ein weißes Kaninchen vorbei. Das Kaninchen sprach zu sich selbst. Alice war erstaunt. Sie hatte noch nie ein sprechendes Kaninchen gesehen. Das Kaninchen schaute auf seine Taschenuhr. Oh nein, ich komme viel zu spät, sagte es aufgeregt. Alice war sehr beeindruckt von dem, was sie sah. Sie war neugierig, was als nächstes geschehen würde, also lief sie dem Kaninchen nach. Das Kaninchen kletterte in ein Loch in einem Baumstamm. Alice folgte ihm in das Loch. Plötzlich fiel sie einen tiefen Brunnen herab. Der Brunnen war sehr lang und Alice fiel langsam immer tiefer hinein. Auf dem Weg nach unten fiel sie an Bildern, Möbeln, Essen und Musikinstrumenten vorbei. Alice fühlte sich, als würde sie durch die ganze Welt durchfallen, bis sie schließlich weich landete. Vor sich sah sie einen langen Korridor. Alice stand auf und ging den Korridor entlang. In dem Korridor sah sie viele verschlossene Türen. Und das Kaninchen war verschwunden. Alice hatte Angst, sie würde nicht mehr nach Hause finden. Doch plötzlich sah sie einen kleinen goldenen Schlüssel auf einem dreibeinigen kleinen Tisch neben ihr liegen. Sie nahm den Schlüssel und versuchte, all die verschlossenen Türen zu öffnen. Aber der Schlüssel war zu klein für die Türen. Traurig sah Alice sich um und sah, dass sich hinter einem Vorhang eine weitere kleine Tür versteckte. Als sie den Schlüssel ins Schloss steckte, öffnete sich die Tür umgehend. Alice freute sich über ihren Erfolg. Hinter der Tür befand sich ein wunderschöner Garten. Aber da Alice nicht durch die Tür passte, konnte sie nicht hinausgehen. Als sie sich wieder dem Tisch zuwandte, entdeckte sie ein Fläschchen mit der Aufschrift »Trink mich«. Alice nahm das Fläschchen und begann zu trinken. Noch während sie den Inhalt trank, begann sie zu schrumpfen. Nun war sie klein genug, um durch die kleine Tür zu passen. Aber als sie den Schlüssel holen wollte, merkte sie, dass sie jetzt zu klein war, den Tisch zu erreichen. Sie begann zu weinen. Plötzlich sah Alice einen Kuchen auf dem Boden. Der Kuchen hatte ein Schild an sich, auf dem »Iss mich« stand. Neugierig nahm Alice einen kleinen Bissen von dem Kuchen und sofort begann sie wieder zu wachsen. Jetzt konnte sie den Schlüssel wieder erreichen. Aber sie war wieder viel zu groß für die Tür. Alice war erschöpft. Hoffnungslos begann sie wieder zu weinen. Ihre Tränen formten eine große Pfütze, die sich bis zum Ende des Korridors ausbreitete. Plötzlich rannte das weiße Kaninchen an Alice vorbei. Sie rief: Herr Kaninchen, bitte warten Sie einen Moment. Bitte helfen Sie mir. Das Kaninchen rannte schnell davon, ohne Alice auch nur anzusehen. Aber in seiner Eile verlor er seine Handschuhe und einen Fächer. Alice hob seine Sachen auf und begann sich zu fächern. Und plötzlich begann sie wieder zu schrumpfen. Mit einem Mal rutschte Alice aus und fiel in die Pfütze von Tränen. Zusammen mit vielen verschiedenen Tieren, die im Wasser schwammen, begann Alice auf das Ufer zuzutreiben. Als sie das Ufer erreichten, waren sie alle durchnässt und Alice sah das weiße Kaninchen wieder. Dieses Mal dachte das Kaninchen,
Alice wäre sein Dienstmädchen und befahl ihr, ihm seine Handschuhe und seinen Fächer aus seinem Haus zu bringen. Alice ging zum Hause des Kaninchens im Wald. Als sie eintrat, fand sie sofort seine Handschuhe und den Fächer. Außerdem sah sie eine neue Flasche auf dem Tisch. Sie nahm die Flasche und dachte bei sich, wenn ich die trinke, vielleicht wachse ich wieder zu meiner normalen Größe. Also öffnete sie die Flasche und trank ihren gesamten Inhalt. Nun aber wuchs sie so sehr, dass sie sich nicht einmal mehr im Hause bewegen konnte. Was soll ich jetzt tun? Wie komme ich hier je wieder heraus? Währenddessen wartete das Kaninchen ungeduldig auf Alices Rückkehr. Aus Angst vor Alice begannen die Tiere, Steine in das Haus des Kaninchens zu werfen und die Fenster zu zerbrechen. Die Steine, die neben Alice landeten, verwandelten sich in kleine Kuchen. Alice begann, die Kuchen zu essen, und sie schrumpfte wieder, sodass sie das Haus verlassen konnte. Aber dieses Mal wurde sie viel zu klein. Die arme Alice wurde so winzig, dass sie sich zwischen den Büschen im Wald verlief. Sie suchte nach einer Lösung, um wieder ihre normale Größe zu erreichen. Plötzlich sah sie in der Ferne einen kleinen Hund. Als sie den Hund zu sich herüberrief, bemerkte sie, wie viel kleiner sie war als der Hund. Sie wäre fast von seinen Pfoten zertrampelt worden. Sie rannte davon und plötzlich stolperte sie über einen Pilz. Auf dem Pilz saß eine blaue Raupe. Alice fragte die Raupe, was sie tun sollte, um wieder ihre normale Größe zu erreichen. Die Raupe antwortete mit einem Rätsel. Eine Seite des Pilzes, auf dem ich sitze, wird dich wachsen lassen. Und die andere Seite lässt dich schrumpfen. Alice brach ein kleines Stück des Pilzes ab und aß es. Mit einem Mal war sie so groß, dass sie kaum noch ihre eigenen Füße sehen konnte. Um wieder zu ihrer normalen Größe zu schrumpfen, nahm sie nun ein Stück von der anderen Seite des Pilzes. Da sie nun von beiden Seiten des Pilzes gegessen hatte, schrumpfte sie endlich zurück auf ihre normale Größe. Sie nahm ein Stück von jeder Seite des Pilzes und nahm sie mit. Als sie weiterging, kam sie an einem kleinen Haus vorbei. Aber um in das Haus zu passen, musste sie wieder schrumpfen. Sie aß die Stücke von dem Pilz und schrumpfte wieder. Als sie in das Haus eintrat, befand Alice sich in einer Küche. In der Mitte der Küche stand eine Gräfin mit einem Baby im Arm. Und auf dem Boden saß eine fette Katze, die Alice ansah und grinste. Das war das erste Mal, dass Alice eine grinsende Katze sah, und sie fragte schüchtern: Warum grinst die Katze so? Weil sie eine Grinsekatze ist, sagte die Gräfin. Im selben Moment wurde die Katze unsichtbar und das Baby im Arm der Gräfin begann zu weinen. Die Gräfin gab Alice das Baby. Wiege das Baby, damit es aufhört zu weinen. Ich gehe jetzt mit der Königin Croquet spielen. Alice nahm das Baby an sich und begann es zu wiegen. Plötzlich tauchte die Grinsekatze wieder auf und begann mit Alice zu reden. Du musst den verrückten Hutmacher und den Märzhasen finden. Aber sei vorsichtig, sie sind beide wahnsinnig. Haha. Sofort nach diesem Satz verschwand die Grinsekatze wieder. Alice wurde wütend und schrie die Katze an. Hör auf mit dem unsichtbaren Sichtbarwerden! Das macht mich nervös! Die Grinsekatze tauchte wieder auf. Okay. Dann mache ich mich langsam unsichtbar. Angefangen mit ihrem Schwanz, begann die Grinsekatze wieder langsam unsichtbar zu werden. Nur ihr Kopf blieb sichtbar. Alice verließ das Haus und nach kurzer Zeit fand sie das Haus des Märzhasen. Der Märzhase war dabei, mit dem verrückten Hutmacher unter einem Baum Tee zu trinken. Er hatte ein Büschel Heu zwischen seinen Ohren. Alice verstand nicht, was das Heu zwischen seinen Ohren sollte. Der verrückte Hutmacher hatte einen Hut auf dem Kopf. Zwischen den beiden lag eine Maus, die auf dem Tisch eingeschlafen war. Und die beiden hatten ihren Arm auf der Maus wie auf einem Kissen.
Als sie Alice ankamen sahen, sagten sie, dass am Tisch kein Platz mehr für sie sei. Aber da ist doch so viel Platz, sagte Alice. Der verrückte Hutmacher fragte Alice. Warum denkst du, sieht die Krähe aus wie ein Tisch? Warum denkst du? Ich weiß es nicht. Alice hatte die dummen und dreisten Witze des verrückten Hutmachers und des Märzhasen satt. Sie sagte, dies ist das dümmste Treffen, das ich je hatte, und ging fort. Alice bemerkte eine Tür im Stamm eines Baumes. Sie ging hinein und fand einen goldenen Schlüssel. Der goldene Schlüssel öffnete die Tür zu einem wunderschönen Garten. Als sie den Garten betrat, war Alice sehr überrascht. Die Gärtner der Herzkönigin malten alle weißen Rosen rot an. Und alle Männer sahen wie Spielkarten aus. Alice fragte, ich bin neugierig. Warum malen sie alle weißen Rosen rot an? Der Gärtner antwortete, die Königin wollte rote Rosen, aber wir haben aus Versehen weiße gepflanzt. Wenn die Königin das herausfindet, schlägt sie uns die Köpfe ab. In diesem Moment kam die Herzkönigin heraus in den Garten. Die Soldaten an ihrer Seite sahen alle aus wie Spielkarten. Die Herzkönigin lud das fremde Mädchen, das sie noch nie gesehen hatte, ein, Croquet zu spielen. Alice hatte noch nie ein solches Croquetfeld gesehen. Die Bälle waren Igel und die Schläger waren Flamingos. Mitten im Spiel begannen die Spieler sich zu streiten und bewarfen sich gegenseitig mit Igeln. Die Königin war sehr verärgert. Sie stampfte mit dem Fuß und schrie wütend, ab mit den Köpfen all der streitenden Spieler! Die Herzkönigin war so wütend, dass sie die Croquet-Party absagte. Und plötzlich erklang eine laute Stimme. Die Verhandlung hat begonnen! Alle eilten zum Gerichtshof. Es war eine Verhandlung gegen den Herzbuben, der angeblich Kekse aus der Küche der Königin gestohlen hatte. Die Herzkönigin hatte den Buben nicht auf frischer Tat ertappt und konnte ihn daher noch nicht bestrafen. Während der Verhandlung wurde der Herzbube im Gefängnis gehalten. Das weiße Kaninchen begann von der Papierrolle zu lesen, die es in der Hand hielt. An einem schönen Sommertag hat unsere Herzkönigin vorzügliche Kekse gebacken und der Herzbube hat sie gestohlen. Der König rief von seinem Sitz. Rufen Sie den ersten Zeugen auf. Der erste Zeuge war der verrückte Hutmacher. Als der verrückte Hutmacher im Zeugenstand vor dem König zu sprechen begann, fing Alice plötzlich wieder an zu wachsen. Das weiße Kaninchen verkündete, dass Alice als nächstes in den Zeugenstand treten sollte. Als sie ihren Namen hörte, stand Alice sofort auf. Sie hatte vergessen, wie groß sie geworden war. Ihr Kleid verfing sich im Zeugenstand und warf alle Geschworenen auf den Boden. Die Königin befahl Alice auszusagen, was sie wusste. Ich weiß nichts, antwortete Alice. Wütend schrie die Königin. Lügnerin, ab mit ihrem Kopf! Alice antwortete mutig. Ich habe keine Angst vor ihnen. Sie sind nicht meine Königin und daher können sie mir nichts antun. Mit einem Mal flogen die Königin, der König und alle Spielkartensoldaten auf Alice zu. Alice versuchte, sie zu fangen. Der ganze Aufruhr wurde zu einem Riesentornado von Karten, die um Alice herumflogen, sie aufsaugten und in die Höhe trieben, bis sie sich schließlich mit lauter Blättern um sich herum wieder im Park befand. Ihre Schwester rief, Alice, komm schon, wach auf! Als Alice aufwachte, wurde ihr klar, dass alles ein Traum gewesen war. Oh, wow! Es war alles ein Traum! Und was für ein wundervoller Traum es war! Hey, Schwester! Lass mich dir von meinem Traum erzählen! Weißt du, da war ein weißes Kaninchen! Es war einmal eine Witwe, die in ärmlichen Verhältnissen mit ihrem Sohn lebte. Ihr Sohn Jack war ein Nichtsnutz und lag den ganzen Tag auf der faulen Haut. Daher hatten die beiden so gut wie kein Geld.
Mama, haben wir was zu essen? Ich habe Hunger. Jeden Tag wurden sie ärmer und ärmer, bis sie schließlich beschlossen, ihre einzige Kuh zu verkaufen, da sie sie nicht mehr länger füttern konnten. Jacks Mutter befahl ihm, die Kuh zum Markt zu bringen und sie für den bestmöglichen Preis zu verkaufen. Vielleicht würden sie sich davon etwas zu essen kaufen können. Auf seinem Weg zum Markt traf Jack auf einen alten, etwas seltsam aussehenden Mann. Der alte Mann sah sich die Kuh an und sagte: Hallo, mein Junge. Wenn du mir deine Kuh gibst, gebe ich dir etwas sehr Wertvolles dafür. Jack freute sich darüber sehr. Der alte Mann holte 5 Bohnen aus seiner Tasche hervor. Bohnen? Diese Bohnen sind verzaubert. Natürlich glaubte Jack ihm das nicht. Aber der alte Mann gab nicht auf. Junger Mann, du scheinst mir ein guter und kluger Junge zu sein. Nimm diese Bohnen, du wirst es nicht bereuen. Vertraue mir. Nun glaubte Jack dem alten Mann und gab ihm die Kuh im Tausch für die verzauberten Bohnen. Erfreut über seinen Handel lief er nach Hause. Mama, schau, was ich habe! Als sie Jack so aufgeregt nach Hause kommen sah, dachte seine Mutter, dass er die Kuh für eine Menge Geld verkauft haben musste. Aber als Jack ihr die verzauberten Bohnen präsentierte, wurde sie sehr wütend. Sie warf die Bohnen in den Garten und schickte Jack auf sein Zimmer. Du bleibst in deinem Zimmer, bis ich dir erlaube, wieder herauszukommen. Und es gibt kein Abendessen für dich. Am Morgen sah Jack aus dem Fenster und traute seinen Augen nicht. Von seinem Zimmer aus sah er eine Riesenpflanze, die sich in den Himmel schlängelte. Es war kein Baum und auch keine Blume. Es war die verzauberte Bohnenranke. Jack sprang von seinem Fenster aus auf die Bohnenranke. Er kletterte an den Blättern und Zweigen wie an einer Leiter herauf. Nach einer Weile fand er sich an einem seltsamen Ort wieder, wo alles viel größer war als sonst. Er sah einen von Blumen bedeckten Weg mit einem großen Haus am Ende. Jack lief zu dem Haus und klopfte an die Tür. Eine Riesenfrau öffnete ihm. Hallo, ich wollte fragen, ob Sie vielleicht etwas zu essen haben. Das habe ich, aber du musst verschwinden, bevor mein Mann nach Hause kommt. Menschenkinder sind seine Lieblingsspeise. Natürlich hatte Jack etwas Angst, aber er war auch sehr hungrig. Gerade als er sich an den Tisch gesetzt hatte, hörte er eine tiefe Stimme von draußen. Hey, hey, ho, ho, ich kann ein Menschenkind riechen, ob gebraten oder roh, kann davon nicht genug kriegen. Die Frau rief Jack zu: Versteck dich sofort im Ofen, Junge! So schnell er konnte, kletterte Jack in den Ofen. Der Riese betrat die Küche und begann zu schnüffeln. Ich rieche ein Kind. Wovon redest du, mein Lieber? Du riechst wahrscheinlich das Fleisch, das ich gestern der Katze gegeben habe. Nachdem der Riese sein Abendessen beendet hatte, begann er sein Gold zu zählen. Nach kurzer Zeit wurde er sehr müde und schlief ein. Jack kam aus dem Ofen hervor und klaute einen der Säcke voll Gold.
Er warf den Sack seine Bohnenranke herunter. Und er kletterte hinterher zurück nach Hause. Er fand das Gold und lief schnell zu seiner Mutter. Als sie das Gold sah, war Jacks Mutter sehr erfreut. Von diesem Tag an würden sie nie mehr arm und hungrig sein. Aber als ein paar Monate vergangen waren, hatten sie alles Gold aufgebraucht. Jack blieb nichts anderes übrig, als erneut die Bohnenranke heraufzuklettern und wieder zu den Riesen zu gehen. Die Riesenfrau war diesmal ein wenig misstrauisch. Letztes Mal, als du hier warst, fehlte uns hinterher ein Sack voll Gold. Aber sie hatte wieder Mitleid mit dem Jungen und bat ihn hinein. Kurze Zeit später kam der Riese wieder nach Hause. Hey, hey, ho, ho, ich kann ein Menschenkind riechen, ob gebraten oder roh, kann davon nicht genug kriegen. Als er den Gesang des Riesen hörte, kletterte Jack wieder in den Ofen. Als er aufgegessen hatte, bat der Riese seine Frau, ihm sein Huhn zu bringen. Die Frau brachte ihm das Huhn und er befahl ihm, ein Ei zu legen. Zu Jacks völliger Verblüffung legte das Huhn ein goldenes Ei. Als der Riese sich schlafen legte, kam Jack wieder aus dem Ofen geklettert, schnappte sich das Huhn und kletterte wieder so schnell er konnte die Bohnenranke hinab. Dank der goldenen Eier waren Jack und seine Mutter wieder reich. Aber nach kurzer Zeit wollte Jack sein Glück nochmal versuchen. Und er beschloss ein weiteres Mal die Bohnenranke hinaufzuklettern. Dieses Mal schlich er sich, ohne von den Riesen gesehen zu werden, ins Haus. Er versteckte sich in einem großen Kessel. Nach einer Weile kam der Riese nach Hause. Hey, hey, ho, ho. Ich kann ein Menschenkind riechen, ob gebraten oder roh, kann davon nicht genug kriegen. Diesmal wollte die Riesenfrau Jack auch erwischen. Wenn ein Kind hier drin ist, dann versteckt es sich im Ofen. Aber Jack hatte sich diesmal ja woanders versteckt. Der Riese und seine Frau wollten Jack um jeden Preis finden. Aber obwohl sie überall nach ihm suchten, konnten sie ihn einfach nicht erwischen. Nach dem Essen stellte der Riese seine goldene Harfe auf den Tisch und befahl ihr zu spielen. Die Harfe begann leise zu spielen und schon bald schlief der Riese ein. In diesem Moment wusste Jack, dass er diese Harfe um jeden Preis haben wollte. Also kletterte er an dem Riesen hinauf auf den Tisch und schnappte sich die Harfe. Doch plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Hilfe! Die Harfe begann zu schreien. Jack sprang mit der Harfe vom Tisch und rannte los. Der Riese erwachte und lief Jack hinterher. So schnell er konnte, rutschte Jack die Bohnenranke herab. Aber der Riese folgte ihm. Als er fast unten angekommen war, rief Jack seiner Mutter zu: Mama, schnell, bring mir eine Axt! Zusammen begannen sie, die Bohnenranke abzuhacken. Bis schließlich die Riesenranke und der Riese zusammen mit einem großen Krachen hinabfielen. Jack war erleichtert. Wir sind in Sicherheit. Sie waren zwar in Sicherheit, aber Jack hatte ein sehr schlechtes Gewissen. Wegen seiner Habsucht hatte er fast sein Leben verloren. Er versprach seiner Mutter, dass er nie wieder von jemandem klauen und von nun an immer hart arbeiten würde.
Von diesem Tag an waren Jack und seine Mutter nie mehr arm. Natürlich hatten sie das Huhn, das goldene Eier legte. Aber Jack arbeitete trotzdem jeden Tag, um für sich und seine Mutter zu sorgen. Es war einmal ein kleines Mädchen, das Dorothy hieß. Dorothy lebte auf einer Farm mit ihrer Tante Em und ihrem Onkel Henry. Eines Tages fühlte Dorothy sich so unwohl, dass sie noch nicht einmal mit ihrem Hund Toto spielen wollte. Ein Tornado zieht auf. Wir müssen uns im Keller verstecken. Tante Em rief Dorothy zu: Komm sofort ins Haus, Dorothy. Toto, komm her! Wir müssen runter in den Keller! Dorothy kroch unter das Bett, um den zitternden Toto herauszuholen. In diesem Moment begann das Haus zu wackeln. Dann plötzlich begann sich das Haus ganz wild im Kreis zu drehen. Dorothy hielt sich am Bett fest und versuchte gleichzeitig, ihren Hund zu fangen. Gerade als er fast aus der Tür herausflog, schaffte sie es, seine Pfote zu greifen. Sie konnte überhaupt nichts erkennen. Sie sah nur den Himmel und Wolken und ihr wurde klar, dass sie sich hoch im Himmel befinden musste. Das Haus drehte sich so schnell, dass ihr ganz schwindelig wurde. Sie schloss die Augen, legte sich auf ihr Bett und schlief ein. Dorothy erwachte von einem lauten Knall. Das Bett flog so hoch in die Luft, dass das kleine Mädchen heraus und auf den Boden plumpste. Sie bemerkte, dass das Haus sich nicht mehr drehte. Und sie sah, dass die Sonne durch das Fenster schien. Also musste sie sich wieder am Boden befinden. Dorothy lief nach draußen und sie konnte nicht glauben, was sie sah. Vor ihr lagen Blumenfelder, so weit das Auge reichte. Dann plötzlich sah Dorothy kleine Männchen auf sie zulaufen. Sie trugen spitze Mützen und daran hingen kleine Glöckchen, die klingelten, als sie rannten. Außerdem trugen sie blaue Uniformen und hatten alle einen langen Bart. Als die kleinen Männchen bei Dorothy angekommen waren, erschien plötzlich eine winzige Frau in einem weißen Kleid. Willkommen, großer Zauberer! Ich bin die gute Hexe des Nordens und dies sind meine Freunde, die Zwerge. Ich will dir dafür danken, dass du uns von der bösen Hexe des Ostens befreit hast. Danke, aber du musst mich mit jemandem verwechseln. Die gute Hexe des Nordens zeigte auf Dorothys Farmhaus. Unter dem Haus schaute ein paar Beine hervor, an deren Füßen silberne Schuhe saßen. Dorothy begriff, dass ihr Haus auf der bösen Hexe gelandet sein musste. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Das war wirklich nicht meine Schuld. Was soll ich denn jetzt tun? Du kannst die magischen Silberschuhe der bösen Hexe als ein Geschenk unserer Dankbarkeit annehmen. Dorothy zog ihre Schuhe aus und zog die silbernen Schuhe an. Kannst du mir helfen, nach Hause zu finden? Es gibt nur einen, der dir helfen kann. Und das ist der Zauberer von Oz. Wenn du dem gelben Ziegelsteinweg folgst, wirst du zur Smaragdstadt kommen. Und wenn du dort bist, musst du um eine Audienz beim Zauberer von Oz bitten. Als sie diesen Satz beendet hatte, verschwand die gute Hexe wieder. Die Zwerge verabschiedeten sich von Dorothy und gingen ihres Weges. Dorothy und Toto waren eine Weile auf dem gelben Ziegelsteinweg gelaufen. Aber nun brauchten sie eine Pause. Also blieben sie neben einem Maisfeld stehen. In der Mitte des Feldes bemerkte Dorothy eine Vogelscheuche. Sie war neugierig, also trat sie näher. Hallo, wer bist du? Zuerst war Dorothy erstaunt, dass die Vogelscheuche sprechen konnte, aber dann erklärte sie, was passiert war. Ich verstehe gar nichts. Mein Kopf ist voller Stroh. Meinst du, wenn ich mit dir zur Smaragdstadt gehe, gibt der Zauberer von Oz mir vielleicht einen Verstand? Dorothy half der Vogelscheuche von ihrem Pfahl herab und gemeinsam liefen sie auf dem gelben Ziegelsteinweg weiter. Nach ein paar Stunden kamen sie durch einen Wald und sie sahen zwischen den Bäumen etwas schimmern. Als sie näher kamen, sahen sie, dass dort ein Mann stand, der ganz aus Zinn gemacht war.
Der Zinnmann stand ganz still. Bitte helft mir! Ich bin ganz rostig und habe mich seit Ewigkeiten nicht mehr bewegen können. Wie können wir dir helfen? Dort drüben ist mein Schuppen. Bitte hole doch meine Ölkanne und gib mir ein paar Tropfen Öl in meine Gelenke. Dorothy tat, was der Zinnmann gesagt hatte. Sie goss Öl in all seine Gelenke und langsam begann er sich zu bewegen. Vielen Dank. Was bringt euch beide denn hierher? Dorothy erklärte dem Zinnmann, was ihr geschehen war. Meinst du, er kann mir ein Herz geben? Und so schloss sich der Zinnmann ihnen an. Im Wald wurde es dunkler. Und plötzlich hörten sie ein schreckliches Brüllen und ein Löwe sprang vor ihnen auf den Weg. Aber als Toto ihn anbellte, sprang der Löwe vor Angst zurück und begann zu zittern. Wie kann ein großer Löwe wie du vor einem so kleinen Hund Angst haben? Ich weiß, ich bin ein Feigling. Sogar das leiseste Geräusch macht mir Angst. Warte, weine nicht. Weißt du was? Wir sind auf dem Weg zum Zauberer von Oz. Wir alle wollen etwas von ihm. Vielleicht kann er dir Mut geben. Der Löwe wischte seine Tränen weg und sagte, er würde mit zur Smaragdstadt gehen. Sie liefen für eine Weile. Die Vogelscheuche bemerkte, dass der Himmel grün schimmerte. Die Smaragdstadt konnte nicht mehr weit sein. Nach kurzer Zeit kamen sie endlich an den Toren der Smaragdstadt an. Wir sind hier, um den Zauberer von Oz zu sehen. Um das Schloss betreten zu dürfen, mussten sie grüne Brillen tragen, weil die leuchtenden grünen Lichter der Stadt sie sonst geblendet hätten. Die Häuser, Straßen und sogar die Kleider der Bewohner waren alle grün in der Smaragdstadt. Überall funkelte es. Schließlich kamen sie am Schloss an. Dorothy war die Erste, die den Zauberer von Oz besuchen durfte. Vorsichtig trat sie ein und sah vor sich einen Riesenkopf, der über einem Thron von der Decke hing. Ich bin der mächtige Zauberer von Oz. Wer seid ihr? Warum wollt ihr mich sprechen? Und woher hast du diese silbernen Schuhe? Mein Name ist Dorothy. Ich brauche Ihre Hilfe. Dorothy erklärte dem Zauberer von Oz, was passiert war. Der Zauberer sagte, dass er ihr helfen würde, aber dass sie im Gegenzug die böse Hexe des Westens besiegen müsste. Entmutigt lief Dorothy weinend zu ihren Freunden zurück. Sie erzählte ihnen, was der Zauberer von ihr verlangt hatte. Gemeinsam beschlossen sie, die böse Hexe des Westens zu finden und sie zu besiegen. Am nächsten Morgen verließen sie die Smaragdstadt und begannen ihre Reise zum Schloss der Hexe des Westens. Die böse Hexe des Westens hatte nur ein Auge, aber damit konnte sie sehr weit sehen. Als sie Dorothy und ihre Freunde auf dem Weg zu ihrem Schloss sah, schickte sie ihre Riesenbienen los. Stich diese Eindringlinge! Dorothy und ihre Freunde sahen die Bienen auf sie zukommen. Sie konnten sich nirgendwo verstecken. Vogelscheuche, bedecke Dorothy, Toto und den Löwen mit deinem Stroh, sodass die Bienen sie nicht stechen können. Die Vogelscheuche bedeckte sie mit Stroh. Also versuchten die Bienen, den Zinnmann zu stechen. Aber sie alle verloren ihre Stachel und fielen eine nach der anderen zu Boden. Dann schickte die Hexe ihre fliegenden Affen, um Dorothy und ihre Freunde zu verjagen. Also griffen sie die Freunde an. Einer fing die Vogelscheuche und warf sie auf einen Baum. Ein anderer warf den Zinnmann eine Klippe hinab. Die anderen fesselten den Löwen und brachten ihn zu der Hexe. Dann kamen sie auf Dorothy zu. Aber als sie die silbernen Schuhe an ihren Füßen bemerkten, wollten sie ihr nichts mehr antun. Also brachten sie sie unversehrt zum Schloss.
Als die böse Hexe des Westens Dorothys Schuhe sah, bekam sie Angst. Aber sie verstand schnell, dass Dorothy sich der Macht der Schuhe nicht bewusst war. Gib mir deine Schuhe. Nein, das sind meine. Gib sie mir. Die Hexe kam auf Dorothy zu. Woher wusstest du, dass Wasser das Einzige ist, das mich zerstören kann? Es tut mir so leid. Und schreiend schmolz die Hexe davon. Nur ihre Kleider blieben auf dem Boden liegen. Dorothy befreite den Löwen aus seinem Käfig. Und dann gingen sie gemeinsam der Vogelscheuche und dem Zinnmann helfen. Sie gingen zurück zur Smaragdstadt. Sie berichteten, dass sie die böse Hexe des Westens besiegt hatten und dass sie den Zauberer von Oz erneut sehen wollten. Dieses Mal durften sie alle gemeinsam eintreten. Als sie den Thronsaal betraten, hörten sie einen ohrenbetäubenden Lärm. Ich bin der mächtige Zauberer von Oz. Was wollt ihr von mir? Toto erschrak sich so sehr, dass er davonlief und vor eine Trennwand in der Mitte des Raumes stolperte. Die Trennwand fiel um und dahinter stand ein kleiner, alter Mann. Er hielt ein goldenes Sprachrohr in der Hand. Und wer sind Sie? Ich bin der mächtige Zauberer von Oz. Sie sind der Zauberer von Oz? Aber wie ist das möglich? Der alte Mann erzählte seine Geschichte. Er hatte ursprünglich in einem Zirkus gearbeitet. Sein Kunststück war ein Heißluftballon gewesen. Aber eines Tages hatte ein starker Wind geblasen und ihn in die Smaragdstadt getragen. Die Bewohner der Stadt dachten, er sei ein Zauberer, weil er vom Himmel gefallen war. Und er hatte ihnen nicht die Wahrheit gesagt. Und was ist mit all deinen Versprechen? Der Zauberer sagte dem Zinnmann, er könne ihm sofort ein Herz geben. Er sprang von seinem Podest und brachte ein Plüschherz hervor, das er dem Zinnmann in die Brust legte. Der Zinnmann fühlte sich sofort besser. Dann war die Vogelscheuche dran. Der Zauberer öffnete eine Naht an seinem Kopf, steckte ein paar Weizenkörner hinein und nähte den Kopf wieder zu. Dann wandte er sich an den Löwen. Er goss etwas Zaubertrank aus einer goldenen Flasche in eine Schüssel. Er bat den Löwen, diesen Muttrunk zu trinken. Und sofort, als der Löwe den letzten Tropfen getrunken hatte, verschwand der ängstliche Blick von seinem Gesicht. Und er brüllte wie ein starker und mutiger Löwe. Der Zauberer von Oz lächelte. Er hatte keinem von ihnen wirklich etwas Magisches gegeben. Was sie von ihm gewollt hatten, hatten sie bereits alle in sich getragen. Aber sie wussten nicht, wie sie es zeigen konnten. Jetzt bist du dran, Dorothy. Du hattest alles, was du wolltest, die ganze Zeit direkt hier, bei dir. Wenn du in deinen silbernen Schuhen dreimal die Fersen aneinander tippst, kannst du gehen, wo auch immer du hin willst. Also hätte ich die ganze Zeit nach Hause gehen können? Ja, aber dann würde ich für immer an dem Pfahl in meinem Feld hängen. Und ich wäre einsam verrostet. Und ich wäre niemals ein mutiger Löwe geworden. Dorothy umarmte ihre Freunde. Sie verabschiedete sich von jedem Einzelnen. Dann nahm sie Toto und sagte, sie wolle zurück nach Hause, während sie ihre Fersen dreimal aneinander tippte. Und plötzlich fand sie sich in ihrem Garten wieder. Sie sah sich um. Ihr Onkel und ihre Tante liefen aufgeregt auf sie zu. Dorothy lachte voller Freude. Schau, Toto, wir sind zu Hause. Es war einmal eine Familie gar nicht weit entfernt von uns. Es war die Darling-Familie. Die Familie hatte drei Kinder. Michael, John und Wendy. Wendy erzählte ihrer Mutter immer wieder, dass Peter Pan sie besuchen kam und in ihrem Zimmer Flöte spielte. Ihre Mutter war sich sicher, dass Wendy sich dies nur ausgedacht hatte.
aber sie war verwundert, als sie Blätter in Wendys Zimmer fand. Wendy sagte ihr, dass Peter Pan die Blätter mitgebracht hatte. Eines Abends, als die Eltern ausgingen, waren die Kinder allein zu Hause. Sie wurden bald müde und gingen schlafen. Peter Pan kam leise in ihr Zimmer und begann nach seinen Blättern zu suchen. In diesem Moment wachte Wendy auf. Peter Pan, ich habe auf dich gewartet. Keiner wollte mir glauben, dass es dich gibt. Wendy gab ihm die Blätter, die sie für ihn aufbewahrt hatte. Sie mochte Peter sehr gerne und sie half ihm, die Blätter wieder an seine Kleider zu nähen. Wendy, soll ich dir eine tolle Abenteuergeschichte erzählen? Ich will keine Geschichten über Abenteuer hören. Ich will selbst eins erleben, Peter. In diesem Moment flog Peters kleine Fee Glöckchen durch das Fenster. Natürlich! Ich wusste, dass du hier sein würdest. Machst du dich wieder ohne mich bereit für ein neues Abenteuer? Du weißt doch, dass ich niemals ohne dich etwas unternehmen würde. Wendy weckte ihre Brüder auf. Sie sahen Peter Pan und Glöckchen voller Verwunderung an. Na, seid ihr bereit zu fliegen? Glöckchen bestreute sie alle mit Feenstaub und sie begannen zu schweben. Zusammen flogen sie aus dem Fenster in die Nacht. Sie machten sich auf den Weg nach Nimmerland. Nach einer langen Reise sahen sie Nimmerland am Horizont erscheinen. Sie waren endlich angekommen. Dort gab es Meerjungfrauen, wilde Tiere, Indianer, Piraten und die verlorenen Jungs. Und unter ihnen war der gefährlichste aller Piraten, Captain Hook. Captain Hook war Peter Pans Erzfeind. Der Grund dafür war, dass einmal, als die beiden in einen Kampf geraten waren, Peter Pan die Hand von Captain Hook abgeschlagen hatte und ein Riesenkrokodil hatte sie gefressen. An seiner Hand war seine Uhr gewesen und seitdem machte das Krokodil immer ein Tick-Tack-Geräusch. Daher wusste Captain Hook immer, wenn das Krokodil in der Nähe war, weil er das Ticken seiner Uhr hören konnte. Als Captain Hook an Deck stand und mit seinem Fernglas Ausschau hielt, entdeckte er Peter Pan und die Kinder, die ihn aus sicherer Entfernung beobachteten. Er befahl sofort seinen Männern, sie mit den Kanonen zu beschießen. Peter und die Kinder konnten den Kanonenkugeln so gerade eben entwischen. Glöckchen, bring die Kinder in Sicherheit. Ich kümmere mich um Hook. Glöckchen war eifersüchtig auf Wendy, also wollte sie sie von Peter fernhalten. Sie erfand eine Ausrede und ließ Wendy allein auf einer Klippe, während sie Michael und John unten am Strand in Sicherheit brachte. Die verlorenen Jungs, die auf der Insel lebten, sahen Wendy aus der Ferne. Sie dachten, sie sei ein Eindringling, also griffen sie sie an. Zur gleichen Zeit kämpfte Peter mit Captain Hook. Doch plötzlich tauchte das Krokodil auf und Captain Hook lief voller Angst davon. Als Peter zurück auf die Klippe kam, sah er Wendy verletzt am Boden liegen. Er wurde sehr traurig. Den verlorenen Jungen tat es sehr leid, als sie begriffen, dass das Mädchen, das sie verwundet hatten, eine Freundin von Peter Pan war. Du solltest doch auf die Kinder aufpassen. Glöckchen tat es sehr leid. Sie wusste, dass das, was sie getan hatte, nicht in Ordnung war. Es tut mir so leid, Peter. Es wird nicht noch einmal passieren. Das verspreche ich. Die verlorenen Jungs richteten eine hübsche Unterkunft für Wendy und ihre Brüder her. In der Nacht schliefen sie alle in ihrem Haus unter den Bäumen und hörten Wendys Geschichten zu. Peter Pan stand vor dem Haus Wache und passte auf sie auf. Eines Tages, als sie wieder auf der Klippe saßen, sahen sie die Piraten unten am Strand. Sie hatten die Tochter des Indianerhäuptlings entführt. Peter Pan und die Jungs machten sich auf, um sie zu befreien.
Sie kämpften gegen die Piraten und schlugen sie in die Flucht. Dann brachten sie die Häuptlingstochter zurück zu ihrem Vater. Von diesem Tag an waren die Indianer und die verlorenen Jungs und Peter gute Freunde. Der Häuptling befahl sogar zwei seiner besten Männer, mit den verlorenen Jungs mitzugehen, um auf sie Acht zu geben. Natürlich war Captain Hook darüber sehr verärgert. Eines Tages werde ich dich besiegen, Peter Pan. Eines Abends, als Wendy gerade mit einer Gute-Nacht-Geschichte begonnen hatte, wurde Peter klar, wie sehr sie und ihre Brüder ihr Zuhause vermissten. Also sagte er ihnen, dass sie nach Hause gehen könnten, wenn sie es wollten, aber dass er in Nimmerland bleiben würde. Gerade als sie ihre Sachen für die lange Reise packten, wurden sie von den Piraten überfallen. Sie hatten den Indianern eine Falle gestellt und sie gefangen genommen, und jetzt hatten sie sich die Jungs geschnappt. Peter Pan schlief friedlich in seinem Bett und hatte keine Ahnung, was mit Michael und John passiert war. Captain Hook sah ihn schlafen. Aber er konnte die Tür zu Peters Baumhaus nicht öffnen. Also goss er das Gift, das er mit sich gebracht hatte, unter die Tür in Peters Zimmer, sodass Peter für Stunden schlafen würde. Peter Pan schlief den ganzen Tag lang. Als er aufwachte, kam Glöckchen zu ihm. Sie erzählte ihm, was passiert war, und gemeinsam flogen sie los, um die Jungs zu retten. Als sie an ihrer Klippe ankamen, konnten sie sehen, dass kein Pirat Wache stand. Sie flogen zu der anderen Seite der Klippe und erschraken. Wendy, John, Michael und die verlorenen Jungs waren alle an Pfahle gebunden und Captain Hook hielt eine brennende Fackel. Sprich deine letzten Worte. Da sie die Älteste war, begann Wendy zu sprechen. Meine lieben Freunde, meine letzten Worte an euch sind das, was eure Mütter euch gesagt hätten. Wenn sie hier wären, würden sie euch sagen, dass ihr keine Angst zu haben braucht. Seid mutig und erinnert euch daran, dass die Liebe immer gewinnt. Immer. Captain Hook ärgerte sich sehr über Wendys Worte. Er brachte sie auf sein Schiff und fesselte sie an den Hauptmast. In diesem Moment kamen Peter Pan und Glöckchen, um die Jungs zu befreien. Zur gleichen Zeit kamen die Indianer und ihr Häuptling, um ihnen zu helfen. Das freute Peter so sehr, denn mit ihrer Hilfe konnte er die Jungs retten. Jetzt war es Zeit, Wendy zu befreien. Peter Pan und die verlorenen Jungs kletterten auf Captain Hooks Schiff, auf dem sich nur noch ein paar Piraten befanden. Als ihnen klar wurde, dass sie in der Unterzahl waren, sprangen sie voller Angst ins Wasser. Es gibt keinen Ausweg, Hook. Ergib dich! Peter Pan und die verlorenen Jungs umzingelten Captain Hook, sodass er rückwärts stolperte. Und plötzlich hörte er das Geräusch, das eine Geräusch, vor dem er am meisten Angst hatte. Als Captain Hook sich voller Angst umsah, erblickte er das Krokodil, das im Wasser auf ihn wartete. Hilfe! Panisch rannte er zur anderen Seite des Schiffes, sprang ins Wasser und begann so schnell zu schwimmen, wie er konnte. Peter Pan und die verlorenen Jungs begannen zu lachen. Von jetzt an gehörte Captain Hooks Schiff den verlorenen Jungs und Peter Pan war der Captain. Die Besatzung ist bereit für deine Befehle, Captain. Leinen los! Die Jungs machten die Leinen los und die Segel blähten sich im Wind auf. Glöckchen, bring uns zum Haus der Darling-Familie. Die Kinder freuten sich darüber sehr. Wendy, Michael und John würden endlich ihre Eltern wiedersehen, die sie so sehr vermisst hatten. Glöckchen streute ihren Feenstaub und plötzlich hob das Schiff sich aus dem Wasser und flog in den Himmel hinauf.
Wendy konnte es nicht erwarten, nach Hause zu kommen und ihren Eltern von Peter Pan, Glöckchen und Nimmerland zu erzählen. Von nun an würde Nimmerland immer ihr zweites Zuhause sein und Peter Pan ihr bester Freund.